Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Postal 2. Ja, wir sind hier am Posteln, offensichtlich. Und müssen uns ein Christmas Tree besorgen. In der letzten Folge habe ich leider ein Gefecht, den guten Champ, warum auch immer der hier ist, erledigt. Not that one. Not that one. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal den Weihnachtsbaum wieder am raussuchen. Danke. This must be the one. Zack. Get Xmas Tree. He's looking at my favorite Christmas tree. Huh? Come on, let him. What do you think we should do, Billy Joe Bob? We gonna do it here? Let's open his Christmas package early, Billy Joe Bob. I'm gonna make him squeal like a chicken. Whoop whoop. Yeah. Oh. Lady, sie sind sehr knapp einer Enthauptung entgangen. Und du warst total clever. Ah! Noch einer, wo kommt der denn jetzt her? Lauf doch nicht weg. Mutigen. Alle Gliedmaßen, die ich euch abhacke, gehören mir. Das nehme ich mit. Hey, was ist das denn da vorne? Da liegen Autos! Keine Sorge, dir fehlt nur ein Arm. Ich glaube, das ist eine Abkürzung. Nach oben. Hallo! Perfekt. Wir haben die Rednecks getötet. I definitely need more of that. Na, wenn es lecker schmeckt, dann kann man mehr davon haben wollen. Würde ich mal so behaupten. So, raus und dann dürften wir eigentlich den Teil erledigt haben. Ja. Christmas tree. I can't wait to decorate it. Yeah, it was pretty cheap since it's July and all. Well, I hope you voted today. Your choices will affect the future. You don't say. What was that? I said, do we have any beer? I worked up a killer thirst today. Wir haben es erst Juli und sollen jetzt schon Weihnachtsbaum besorgen. Ja, der wird auch definitiv noch gut sein im Dezember. Und schon sind wir beim guten Donnerstag angelangt. Die Woche ist schon fast rum. Was werden wohl unsere heutigen tollen täglichen Aufgaben sein? Those weeds are getting pretty tall. Gonna need something extra strong. Let's see. Ah, Crotchy, the hottest new toy this year. Hope they still have some in stock. And steaks for the Psychotic Friends Network barbecue. Now where is that? Guess I need to go here for that. But how much trouble can I get into at a police station? Let's see. And ready, go. Yeah, wir müssen unser Ticket payen. Warum? Major Crotchy gets his own day. Why do I suspect the mayor owns stock in this toy company? Guess I'm just jaded and cynical. Oh, Militär wurde jetzt dazu gerufen, um einen Serienkiller zu finden. Wollen wir mal hoffen, dass das nicht an mir liegt hier, ne? So, wir gehen natürlich als allererstes unser Ticket bezahlen, würde ich mal sagen. Ich meine, wie teuer kann das schon sein? Pfeife und eine super schwere Rüstung. Gab es die früher auch schon? Das war
weiß ich nämlich jetzt gerade nicht mehr. So, checken. Hier ist nichts drin. Brauchen wir denn die Hunde-Leckerlis? Ich werde nämlich gleich wieder diese komische AIDS-Töne da beschwichtigen müssen. Glaube ich zumindest. Da ist er schon. Guck mal, hier ist noch einer. Lass mich fahren. Wenn der Hund nicht tut, was du willst, willst du ihn erschießen? Was bist du denn für ein Spack? Ja, ich glaube, den Sprung schaffe ich nicht. Egal, da wir den Besitzer des Hauses jetzt gerade umgenietet haben, gehen wir mal rein. Bedienen uns ein bisschen. Was? Die Klappe, du Mist. Die greift mich jetzt nochmal und ich hack dir mit der Axt den Kopf weg. I gotta find more of that good stuff. Der hat ja gar nichts hier drin. Warum gehe ich hier überhaupt rein? Hat man schon ein Bedürfnis, alles zu klauen und dann sowas? Ja gut, von hier schaffen wir vielleicht. Hopp! Oder der springt gar nicht erst. Geil. Get out, you freak! Das war jetzt mehr eine Reflexreaktion. Tut mir leid. Ich wollte sie nicht verletzen, Sir. Das war nicht meine Intention. Axt. Okay, jetzt reicht's mir mit. Komm her, du Mist. Herrgott. I definitely need more of that. Ich weiß nicht, was mit dem Hund schiefgelaufen ist, aber der hat mich jetzt permanent angegriffen. Das fuckt gerade ab. Meat World. So, nein, wir gehen zuerst zur Polizei. Das ist jetzt gerade zwar immens schief gelaufen, aber das ist mir gerade vollkommen egal. So. Irgendwelche Protestanten oder so. Irgendjemand, der mich auch noch abfacken will. Das ist ein Soldat. Verdammischen Soldaten. Patrouillieren jetzt hier auf der Suche nach mir oder was? Außer ich bin gar nicht der Serienkiller, den die suchen. Coming through. Hi. Get the hell out of here, lunatic. Du musst nur ruhig bleiben. Du hast keine Kids. Please don't kill me. Mhm. Hallo? What are you doing in here? Du bist von... Du willst anscheinend gar nicht erst eine Konversation führen. Yeah. Oh no. I wonder if this thing can cut through a tin can and still make Julian fries. Yeah. Alle getötet. Lief ja super. Extra knusprig. Ich weiß nicht mal, warum ich das jetzt gesagt habe. Extra knusprig. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich hier mache. Extra Roasty! Auf zur Police Station. Da, wo das schöne Leben blüht. Man kann das Spiel, glaube ich, sogar komplett ohne Tod, also ohne jemanden direkt umzubringen, durchspielen. Das Problem ist, wenn ich solche Spiele spiele, mehr oder weniger geht es immer schief. Warum sind Black Ops Leute hier? Oder SWAT ist das, ne? SWAT. Und warum sind die einsatzbereit? Hier ist doch gerade niemand. Hier ist eine offene Mülltonne. Hallo? Okay, nichts. Weiter geht's. Und der Besitzer gerade seinen eigenen Hund an? Der Hund seinen eigenen Besitzer, meine ich. Police Station. In diese Richtung. Weil ich will die Police-Geschichte nämlich schnellstmöglich hinter mich gebracht haben. Ich wollte gerade sagen, load screen. Phasing. Was haben wir denn jetzt hier hinten drin? Nichts von Relevanz.
Oh nein. Okay. Oh, ranged well. Some girls are lit. Yeah. Auch noch ein Redneck-Guy. In dem kümmert für euch jetzt aber hier. Seht ihr, mit einem einfachen Tritt entwaffnet man den. Hast du jetzt auf mich geschossen? Gut. Weil wenn du nämlich auf mich geschossen hast, dann müsste ich nämlich jetzt Aktionen unternehmen, um dich zu bestrafen. Das bedeutet meistens mittlerweile hier in diesem Spiel mit der Axt den Kopf abschlagen. Ja. Okay. Ja, macht ihr mal da. Paradise. Paradise. Information, have you seen me? Die ganzen Leute sind alle verschwunden. Wie fürchterlich. Ich würde nämlich nur echt ungern gleich mit einer Axt hier drin alle umbringen müssen. Hi there. Hi. I'm here to pay for this trumped up addition to some highway patrolman's retirement fund. What the? That'll be 300. Hey! What Fuck the? You. I'm what? Sorry. Hey! What the? What the? What the? Hi there. Hello. I'm here to pay for this trumped up addition to some highway patrolman's retirement fund. That'll be $300. You gotta be fucking kidding. I'm sorry. And let that be a lesson to you, Mr. The Dude. Learn how to drive. So, zum Glück haben wir die 300 bezahlt. And another one bites the dust. Dun, dun, dun. No one bites the dust. Dun, 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 dun. Und nach draußen. Ja, das ging ja offiziell ziemlich easy. Ich glaube, ich hatte bei den letzten Mal, wo ich da durchgespielt hatte, vor Ewigkeiten, da hatte ich keine $300 bei, da bin ich dafür in den Knast gekommen. So, wir können sowieso direkt hier bleiben eigentlich. Wir können direkt links rumgehen und dann holen wir uns einfach... Moment, ist das nicht hier schon Factory oder so? Nein, aber die Steaks sind in der Nähe. Also, die Steaks kann ich holen. Das ist schon mal sicher. Idiot. Na, 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 wir wollen doch bitte unsere Höflichkeit wahren. Oder nicht? Yo! Schnappt ihn! Ach du Scheiße. Feuer! Wasser! Ist ja schön schnell eskaliert wieder. Was ist denn hier drin? Mit Crutch today. Danke! My devil, I feel better already. Okay, ich muss sie alle umbringen. Ach, du schießt nicht auf mich, gut. Oh nein, da war die Ladenbesitzerin. Wenn wir dann schon so weit gegangen sind. Machete. Okay, könnte es sein, dass ich gerade eine neue Lieblingswaffe gefunden habe? Oh, die ganzen Donuts. Donuts! Ja, ist ja super eskaliert. Gut, Leute, an der Stelle möchte ich diesen Part erstmal beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.